Endlich Ruhe im Leben von Mac und Kelly Redner. Der Nachbarschaftskrieg mit den Radau-Studenten ist quasi vergessen. Ihre kleine Tochter entwickelt sich prächtig und Kelly ist mit Baby Nummer 2 schwanger. So beginnt Bad Neighbors 2. Kurz vorm Verkauf ihres Hauses erfahren sie allerdings Schreckliches. Jetzt sollen nebenan Studentinnen einziehen, angeführt von Shelby alias Chloe Grace Moretz. Sie war nicht nur im Film die Neue, sondern auch am Set. They were super exclusive. Sie haben mich ausgeschlossen. Ja, wir haben nicht mit dir gesprochen. Sie haben mich ausgeschlossen. Wir haben sie Sachen holen lassen. Sie haben mich verpflichtet. Wir haben sie nicht mit ihrem Namen gerufen. Nein, sie nannten mich... Mädchen. Mädchen, Blondie. Nein, sie waren cool, super, sehr nett. They were cool. They were awesome. They were very, very, very welcoming. Schnell verfallen beide Seiten in alte Muster. Ein Nachbarschaftskrieg entbrennt. Mac und Kelly Redner verbünden sich diesmal sogar mit ihren alten Feinden. Seth Rogen ist im wahren Leben ein netter Nachbar. Du siehst wie ein Psychopath aus. Ich bin ein Clown, Mann. Ich bin ein guter Nachbar, weil ich nicht oft laut bin. Ich mache nur wenige Partys und ich halte meinen Rasen ordentlich. Bad Neighbors 2 steht seinem Vorgänger in Sachen derbem Humor in nichts nach. Somit werden die Fans des ersten Teils hier sicher ihren Spaß dabei haben, zu erfahren, ob sich Mac und Kelly erfolgreich gegen Shelby und ihre Studentinnen durchsetzen können.